Am 9. Juli ging ein neues BattleBit Remastered Update online. Um genauer zu sagen, das Update 1.7.2. Was genau sich geändert hat und worauf die Schwerpunkte lagen, klären wir heute hier in diesem Video. Um zukünftig nichts mehr rund um BattleBit Remastered zu verpassen, gerne abonnieren, den Daumen nach oben dalassen, wenn das Video dir gefallen hat. Ich verspreche dir, im Gegenzug bleibst du immer auf dem neuesten Stand. Bevor wir durchstarten, nochmal vorab eine ganz wichtige Frage an dich. Was ist für euch angenehmer bei solchen Update-Videos? Also auch zukünftig werden immer wieder mal Update-Videos hier auf meinem Kanal kommen. Soll ich im Hintergrund die Patch-Notes zeigen oder nebenbei einfach so ein bisschen Gameplay laufen lassen von irgendwelchen Runden von mir, die ich mal erspielt habe? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Zukünftig würde ich das dann so handhaben, dass ich entweder, wie gesagt, Gameplay einblende oder die Patch-Notes. Jetzt geht's aber auch los, das Update war nicht wirklich groß, entsprechend sind die Patchnotes auch ziemlich übersichtlich, aber auf jeden Fall erwähnenswert, um so eine grobe Einschätzung zu haben, wo überhaupt die Prioritäten der Entwickler liegen. Die größte Optimierung der letzten Wochen war das Fixen des Backends. Das Backend in Bezug auf die Server und die Serverleistung, die nach 2 Wochen langsam zu Problemen geführt haben. Die Entwickler haben das hier als tickende Zeitbombe beschrieben und das ist ehrlich gesagt ein recht gutes oder ein schönes Problem, wenn es sowas überhaupt in irgendeiner Art und Weise gibt. Denn die Probleme, die bei den Servern aufgetreten sind, sind einfach dadurch entstanden, dass es zu viele Spieler gibt, die gleichzeitig BattleBit Remastered spielen wollen. Also eine Fülle an Spieler möchte spielen, das führt zu Problemen. Im Endeffekt eins der besten Probleme, was dir als Spieleentwickler passieren kann und definitiv deine Arbeit schmeichelt. Teilweise ist sogar die Aussage gefallen bei den Twitch-Streams, die immer auf dem Samstag stattfinden, also jeden Samstag gibt es einen kurzen Update-Stream bzw. Gespräche der Entwickler, die sich darüber unterhalten, was zukünftig im BattleBit Remastered alles so passiert bzw. woran sie gerade arbeiten. Und dort ist die Aussage gefallen, dass teilweise deren Arbeit an aktuellen und neuen Dingen ein bisschen zurückgestellt werden muss, weil einfach so viele Leute gerade BattleBit spielen wollen und die Server so überlastet sind, dass es wiederum zu neuen Problemen führt, mit denen sie eigentlich ursprünglich so in der Form gar nicht gerechnet hatten. Aber jetzt erstmal zurück zu den Patch Notes. Was wurde alles verändert? Als allererstes das umfangreiche Backend, das optimiert wurde. Es gab CPU-Optimierung für diejenigen, denen es noch nicht aufgefallen ist. BattleBit Remastered ist relativ CPU-lastig. Bedeutet so viel, dass es grafisch nicht allzu anspruchsvoll ist, also eure Grafikkarte müsst das Ganze locker packen. Das große Problem liegt dann aber an der Spielermenge auf einer Karte. Und das frisst relativ viel CPU. Daran wurde gearbeitet, auf jeden Fall eine ziemlich gute Sache. Es geht weiter mit einem Performance-Update, was wir hier stehen haben. Ansonsten gab es Probleme, dass teilweise das Spiel alle 5 Sekunden geleckt hat und dagegen wohl ein möglicher Fix gefunden worden ist, sowie ein Bugfix, den es in der Benutzeroberfläche gab. Den kann ich ehrlich gesagt so auf Anhieb gar nicht zuordnen. Wenn euch da was aufgefallen ist, gerne in die Kommentare damit. Es geht weiter mit den Waffen. Da hat es einmal die PP2000 getroffen, die RSH-12 und die MP7. Bei der MP7 war es so, dass teilweise die Magazine nicht mehr gewechselt werden konnten. Also MP7 hat man relativ häufig das Schnelllademagazin gespielt, war nicht mehr auszuwählen, man konnte nur standardgemäß die 30 Schuss spielen und hatte gar nicht die Option, die Aufsätze irgendwie zu wechseln. Das ist auf jeden Fall wieder möglich und ansonsten gab es noch ein paar kleinere Änderungen bei der Pistole RSH-12 und bei der MP-PP-2000. Dann geht's weiter mit einem Fix auf der Karte Wakistan. Das ist diese typische Sniper-Karte mit der Brücke dazwischen, wo eigentlich der interessanteste Kampf immer ist, wenn eigentlich Brückenseite gegen Brückenseite kämpft, aber das nur mal so ganz nebenbei. Und zwar wurde da die Reihenfolge der Flaggenbenennungen korrigiert. Also bei Conquest 64 gegen 64 gab es da wohl einen Bug, der wurde behoben. Auf der Karte Sandy Sunset wurde dann der Spawn der USA 50 Meter nach hinten versetzt, was einfach dazu führen soll, dass die Reisezeit von Spawnpunkt bis zum ersten Hotspot ein bisschen verlängert wird und entsprechend kein Vorteil irgendeiner Seite besteht. Und das war anscheinend so, deswegen wurde der USA-Spawn ein Stück weit nach hinten versetzt. Ansonsten steht uns jetzt auch der Rush-Modus 32 gegen 32 auf der Karte. Keine Ahnung, ob die so richtig ausgesprochen wird, aber ihr wisst ja, welche ich meine. Und dann wird jetzt auch aktuell die Anzahl angezeigt an Leuten, die in den Fahrzeugen mit drin sitzen. Dann gab es noch einen kleinen Bugfix bei den Twitch-Drops. Da war es nämlich so, dass wenn man irgendwie eine gewisse Anzahl an Skins überschritten hatte, irgendwie Fehler aufgetreten sind. Das sollte jetzt zukünftig nicht mehr vorkommen. Übrigens für die, die es nicht wissen, ihr könnt Woche für Woche für unterschiedliche Waffen Skins freischalten. Das ist relativ simpel. Ihr müsst einfach nur euren BattleBit-Account mit Twitch verbinden und im Anschluss einen Stream schauen, der diese Drops aktiviert hat. Ansonsten wurde noch an der Synchronisation der Daten, sprich an der KD und so weiter gearbeitet. Das funktioniert jetzt viel schneller. Und zu guter Letzt wurde noch was für die Freunde bzw. die Freundesliste getan. Einerseits, die jetzt nicht mehr laggt bzw. es grundsätzlich ermöglicht, besser und einfacher zusammenzuspielen.
einige Kleinigkeiten. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht zu sehr im Detail verloren. Ich wollte auch nicht auf jeden einzelnen Punkt viel zu genau eingehen. Ich denke, ein grober Überblick über die gesamten Sachen, die gefixt worden sind, reicht da völlig aus. Damit sind wir aber auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Gerne abonnieren, den Daumen nach oben da lassen. Und ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video wieder.